Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zurück bei Black Ops 1 Road to Commander. Also ich persönlich lege viel Wert auf diese Aufträge hier. Ich finde das ziemlich cool. Deswegen, Moment mal. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch dazu? 22 Minuten. Müsste eigentlich klappen. Wir spielen Sprengkommando. Wir müssen 3 Sprengkommando-Spiele gewinnen. Was nicht allzu einfach sein wird. Also wir werden uns weniger auf die Kills fokussieren. Und vielleicht hätte ich einen SR-71 kaufen müssen. Also ein Blackbird. Auf jeden Fall, das Ziel ist es, 3 Sprengkommando-Spiele zu gewinnen. Es muss nicht unbedingt hintereinander sein, sondern kann auch... Ja, ja, es fängt jetzt schon mal super an. Scheiße. Also, wir werden quasi unser Bestes geben müssen. Also nicht hier so wie Allotrick-Style und sowas, ne? Hier einfach nur... Ja, gut, das können wir noch gewinnen. So, ich heb mal die Waffe auf. Wir müssen schützen, schützen, schützen. Schützen, schützen, schützen. Schützen, schützen, schützen. So, das war sehr schön. Jetzt nur noch das eine. Was? Oh, Mann, 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 Mann. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Wir müssen unbedingt A platzieren, Leute. Ansonsten... Wir müssen unbedingt gewinnen. Also, muss... Ich... Oh gut, der ist gestorben. Mein Aiming mit der Farmers ist nicht allzu gut. Allgemein, mein Aiming ist in COD mittlerweile nicht mehr so gut. Der Typ ist da die ganze Zeit. Weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was der da vorhat. Scheiße. Oh, überall, überall. Da hatte ich kein... Oh, ich hätte vielleicht nicht reinrennen sollen, ja. Ich hätte nicht reinrennen sollen. Der Typ geht ins Haus rein, den sehe ich gerade auf der Karte. Ah, mein Auge juckt. Muss mehr Kills mit der Farmers machen. Ach du Scheiße. Hier geht die Eck schnapp, meine Freunde. Hier geht die Eck schnapp, Baby. Oh yeah, Baby. Baby Lady. Hallo, kann jemand vielleicht mal planten oder so? Oder wird das heute nichts mehr? Geht doch, Mann. Aber wir haben nicht ewig Zeit, Mann. Das müsste uns verhelfen, diese Runde wenigstens zu gewinnen. Vor allem, wenn ich hier campe. Ist natürlich ein super geiler Ort. Oh yeah. Setze ich erstmal nicht ein, denke ich. Wie ich diese Waffe einfach liebe. Ach du Scheiße. Wie ich diese Waffe einfach liebe. Ich will wirklich, wirklich verteidigen. Also es ist wirklich... Ach, die spawnen hier. Stimmt. Ah. So macht man diese ganzen Kills hier. Okay. Gut gemacht, Team. Bereit machen für die nächste Runde. Ja, das war ganz gut. Jetzt müssen wir noch die letzte Runde gewinnen. Jetzt kommt es darauf an, müssen wir verteidigen oder müssen wir angreifen? Das ist hier die Frage jetzt. Das war der Gegner. Scheiße. Das war der Gegner. Wir haben wenigstens Killstreaks. Das ist unser Vorteil, meine Freunde. Das ist unser Vorteil. Seitenwechsel. Das heißt, wir müssen verteidigen. Angreifen finde ich leichter. Ah, das ist ein Geschütz, oder was? Verbündete Vorräte sind unterwegs. Ich platziere es mal ein bisschen schlauer. Cobra ist unterwegs. So, dass, wir vielleicht auch ein bisschen mehr... diesen Verteidigungssinn nicht vergessen. Dass wir verteidigen wollen, das vergisst man ja ziemlich schnell immer. Farmers mit Doppelmagazin. Ich denke, ich will die Farmers auch gar nicht mal mit Druckpunktvisier verwenden. Nee, ist nicht so toll. Scheiße, weg, 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 weg. Aufpassen, aufpassen. Er wusste nicht, wer der killen soll. Das war das Problem. Oh, scheiße. Nein, sie haben eins schon. Ist nicht so schlimm, also. Wir müssen nur eins verteidigen. Ja, das wird sowieso explodieren. Ich kann nicht beides verteidigen, das ist nicht möglich.
Mann, Leute, bitte. Bombe deaktiviert. Versuch zu ah, Bombe deaktiviert, okay. Ich müsste mal mit meinen Teammates reden, dann könnte ich denen wenigstens sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Ja, gut, na gut, na gut. Ich weiß manchmal nicht, ob ich hier warten soll oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, scheint, die gehen alle rein gerade. Die wollen unbedingt da oben, nach oben. Aber da oben ist es wesentlich einfacher zu verteidigen, das ist das Problem. Oh shit, das war knapp, meine Freunde. Nein! Okay, dann gehe ich auch nach oben, um zu verteidigen, meinetwegen. Da kriege ich wenigstens ein bisschen mehr Kills ab. Und dann kann auch ein bisschen mehr meine Farmers Challenge im Auge behalten. Niemals, Bitch. Dieses Spiel willst du nicht gewinnen, Mann. So, der Typ will hier rein. Und der wurde gemessert. Ja, ach, wir können nicht beides im Auge behalten. Scheiße, Mann. Es geht nicht. Nee. Können wir vergessen, das können wir vergessen. Die wird leider explodieren. Wow, der ist aber mutig. Ich glaube, der hat zu viel Kelloggs mutig gegessen. Wow, wir haben sogar noch Zeit, um es zu deaktivieren. Langsam aber sicher deaktivieren wir die Bombe. So. U2 bereit. Verbündete Vorräte unterwegs. Du kleiner Penner. Die Zeit ist fast um. Ich wusste es. Oh Gott. Heilige Scheiße. Verbündete U2 unterwegs. Oh, ist die Zeit fast um, aber das ist aber schade. Mein Beileid, Mann. Mein Beileid, ihr Wichser. Oh, was? Komm schon. Noch mehr Vorräte. Alle haben Vorräte. Ach du Scheiße. Benutzen sie einmal Vorräte oder was, stand da? Ja. Ja, Mann. Geil, Mann. Gut, Leute. Sehr gut. Wir haben einen von 2 Sprengkommando-Spielen gewonnen. Es gibt eine Menge Kohle, meine Freunde. Es gibt eine Menge Kohle, wenn wir das schaffen. Das ist schon mal sehr schön. Wir sind übrigens Level 17, das heißt, wir haben die AK-47U, die nicht besser als die Farmers ist. Kann man gar nicht so sagen, finde ich nicht. Gut gemacht, Genossen. Ja, die anderen sind alle geliefert natürlich. 16:34, der Typ war so verzweifelt. Heilige Scheiße. Ich glaube, das mit der Farmers müssten wir eigentlich jetzt absolviert haben. Es sei denn, uns fehlt noch ein Kill oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, wir haben die AK-47U Aufträge. Ja, 5 Kills fehlen uns noch, aber wir haben hier noch 16 Minuten Zeit. Schaffen wir im nächsten Spiel. Ich werde mir schon mal... Ja, wir haben genug Geld. Ja, ich werde mir schon mal eine Klasse erstellen für die AK-47U. Ganz schnell. Wir bleiben gleich in der Lobby drinne. Wir werden natürlich wieder unser Hauptziel auf das Gewinnen natürlich setzen. Und erstmal werde ich die Kills mit der Farmers machen. Aufsätze. Gut, das kann ich leider vergessen gerade. Taktik, Handgranate... C4 natürlich, was wir eh nicht benutzen. Flinkheit. Marathon. Mit der AK-47 Uhr Marathon ist auf jeden Fall wichtig. So. Mit der Farmers brauchen wir noch ganz genau 5 Kills. Nachdem wir 5 Kills gemacht haben, switchen wir zu der anderen Klasse. Und dann können wir mal die andere Waffe austesten. Die AK-47 Uhr, eine der Noob-Waffen hier im Game, so wurde sie bezeichnet. Aber ich finde sie... Ich finde sie einfach nur gut, also ich finde sie nicht irgendwie atemberaubend, ich finde sie nicht irgendwie super, super gut, ich finde sie gut, aber sie ist im Gegensatz zu der Farmers nicht so gut. Nur sie schießt halt sehr schnell und die meisten Noobs spielen sie, deswegen wird sie wahrscheinlich als Noob-Waffe bezeichnet. Und sie ist auch gut, ja, das muss man ja auch sagen, vor allem mit, wenn ihr schnell Schießen draufpackt, also so hier, wie nennt man das, Schnellfeuer, dann ist die Waffe extrem gut. So, unser Ziel ist immer 5 Kills mit der Farmers, nicht vergessen. Und dann können wir wechseln. Dann können wir wechseln. Den Sound mache ich mal ein bisschen laut, leiser. Also mein Lieblingsheadset ist es ja nicht, muss ich ja auch wirklich so zugeben. So, mal sehen. Hier ist ein sehr guter Ort für den Anfang. Was habe ich gesagt, meine Freunde? Was habe ich gesagt? Die sind auch alle sehr mutig, muss man dazu sagen. Also alle sehr, sehr mutig. Da kriege ich natürlich ein paar Kills ab.
Wie viel habe ich jetzt gemacht mit der Farmers? Ich weiß es gar nicht genau. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Auto explodieren kann. Na super. Na stimmt, wir müssen. Wie viele Kills? 6 Kills, okay. Scheiße, wir haben Problemchen, Leute. Nein! Fuck. Was ist da drin? Ah, nur eine Drohne, okay. Hör auf, bitte. Komm, oh, gut. Wenigstens eine Host-Migration. Diese Connection kann sich ja kein Schwein antun. Das ist ja nicht normal. Vor allem, dieser Anfangs, dieser Anfangsort da, der ist sehr, sehr gut. Also, den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also, das Ding ist, viele benutzen den falsch. Viele, die nicht zielen können, benutzen den und dann, keine Ahnung, dann nehmen sie Drogen oder so. Der Typ will meine... Ja, ist total fehlgeschlagen, mein Freund. Ach, das war nur... Ach, das war nur... Was? Scheiße, ich werde sterben, habe ich das gefühlt. Der Typ kommt von da. Zeig dich, Mann, zeig dich. Hä? Kamerastativ, okay. Ja, lassen wir ihn diesen Scheiße stören. Wir brauchen sowieso nur einen. Na, ah, komm schon. Ah, wir haben jetzt genug Kills gemacht. Das heißt, wir wechseln zu AK-47U. Da läuft einer lang. Den will ich gerne holen. Hallo, wird das heute noch was oder nicht? So. Übrigens, woran ich gedacht habe, das werde ich doch mal im nächsten Video erwähnen, weil manche Leute das Video nicht zu Ende gucken. Ja, das sage ich aber im nächsten Video oder sowas. Weil es ist immer besser, etwas gleich am Anfang zu sagen. Es ist einfach besser. Unsere U2 ist in der Luft. Ah, ich wollte die AK-47U nehmen, ja. Na gut, egal. So, die sind gerade in diesem Haus dort. Der eine ist da unten. Mal sehen, ob wir ihn killen können. Ah, wir haben einen Hitmarker gegeben. Was jetzt schon mal nicht schlecht ist. Ach, da oben, was? Da oben, okay. Wir müssen die Waffe wechseln, ob wir Lust haben oder nicht. Die Typen sind alle da oben. Alle. Was? Komm. Es juckt mich nicht, es stört mich nicht, weil ganz ehrlich, sollen die einfach weitercampen, dann werden sie einfach die Bombe nicht entschärfen. Das ist dann halt so, ist ja nicht mein Pech. Und einer wird es nicht schaffen, die Bombe zu legen, das muss man im Team machen. Ernsthaft, der Typ kämpft, ist da wieder oben, oder was? Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, jetzt kommen die angelaufen, jetzt kommen die angelaufen. Sie merken, die Zeit wird, naja, noch nicht ganz knapp, aber... Wir müssen verteidigen, Leute. Ich hoffe, ich schaffe das, weil mein Team... Ich meine, die haben nicht dieselben Ziele... Die meisten Leute spielen das... Muss man ja auch sagen, nur um Kills zu bekommen. Zum Beispiel unter anderem auch Allotrix, ne? Was ja nicht schlimm ist, aber die meisten Leute wollen gar nicht das schaffen, was ich hier schaffe. Die wollen gar nicht das Spiel gewinnen. Denen ist es egal. Deswegen. Deswegen macht mein Team da gar nicht so sehr mit. Deswegen bin ich der Einzige, quasi, der da wirklich mithelfen will. Und ich will das Spiel wirklich gewinnen. Mir fehlen 2 Spiele, dann bekomme ich... Naja, was heißt ultra viel Geld, nicht unbedingt, aber... Relativ viel Geld, würde ich sagen. Who is the best, baby? Komm schon, Teammate, mach was. Der Typ läuft da lang. Okay, den wollen wir mal einen kleinen Besuch abstatten. Na, ah, jetzt geschafft. Oh Mann, 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 Mann. Diese Zweikämpfe, das ist eine sehr große Schwäche bei mir. Also jetzt nicht zu vergleichen mit einem 1 gegen 1, aber ich verliere die meistens. Ich weiß nicht wieso, ich verliere die einfach meistens. Bin nicht so gut drin. Oh shit, der Typ will legen. Der Typ will legen, man sieht dir das nicht, Mann. Seid ihr gestört, ey. Verbündete U2 unterwegs. Die Tür, die kommt von dort. Ja, da hätte ich auch, das hätte auch schief gehen können. Hätte auch sehr schief gehen können. U2 bereit.
gefährlich, meine Freunde, sehr gefährlich. Aber mein Team macht gut mit, also ich bin echt überrascht. Ich bin sehr überrascht, wow. So. Okay. Keine Munition mehr gleich. Ich nehme mal die Kommando. Oh, von oben. Das war so eindeutig. Oh, nice, Leute. Nice, Leute. Es wird schwer für sie. Es wird sehr schwer für sie. Es sei denn, ich meine, sie haben noch 30 Sekunden, um zu legen. Und das wird nicht einfach sein, meine Freunde. Das wird alles andere als einfach sein. Scheiße. Ja, okay. Vorbei. Vorbei, vorbei, meine Freunde. Vorbei, ihr Wichser. Noch eine Semtex rüber. Wehe, die schaffen's, Alter. Nice. Oh, ich habe so Glück gehabt mit dem Geschütz. Die Musik wird intensiv. Ja, es wird sie jetzt. Erste Runde gewonnen. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ich meine, die Gegner lieben ja auch immer. Das ist ja... Die lieben, sobald sie merken, sie sind am Verlieren. So, mal sehen. Mit dem Orbitalsatellit wäre das natürlich noch spaßiger. Ich werde gleich versuchen zu erlegen, natürlich. Und dann müssen wir noch ein Sprengkommando gewinnen und dann haben wir es geschafft. Wir haben aber auch nicht unendlich Zeit, ne? Wenn wir es nicht in einer bestimmten Zeit schaffen, müssen wir nochmal alles tun. Ich lege einfach mal. Ich habe ja cool sichere Weste, kein Problem. Komm schon. Verbündete U2 unterwegs. Wir die entschärfen, Alter. Teammates, bitte. Guck mal, ich mache alles alleine. Alles alleine. Oh mein Gott. Bombe ist scharf. Oh, nice. Zwei auf einmal gelegt. Jetzt wissen sie nicht, wohin sie gehen sollen. Ab einer bestimmten Zeit kann ich hier weg. Sie werden aufgeben. Sie haben aufgegeben, okay. Oh mein Gott. Boah, ich bin gerade so glücklich. Nein, die andere Bombe wurde entschärft. Die andere Bombe wurde leider entschärft. Leg, leg. Ja, Mann, meine Teammates sind geil, Mann. Ich liebe die, Mann. Meine Teammates sind so nice. Finde ich echt gut, Mann. Scheiße. Komm schon, Teammates. Teammates, Teammates. Bitte, bitte, bitte nicht aufgeben. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Verteidige, verteidige, verteidige. Nice, 24 Minuten. Mein Team geht ab auf jeden Fall, muss man ja wirklich sagen. Ich habe da Glück gehabt. Ja, hat natürlich super geklappt mit den Kills. Ja, keine Chance, ihr Wichser. Ihr kleinen Motherfucker! Nochmal aktivieren, um Punkte zu bekommen. Woo! Easy going, baby, easy going. Ja, ziemlich einfach, ziemlich einfach. Muss man ja auch wirklich sagen, also. Aber mein Teammate hat auch einen guten Job gemacht. Obwohl ich sagen muss, ich will mich da auch ein bisschen selber loben, weil ich habe auch wirklich, ich war eigentlich, ich habe, es gibt, gab noch nie jemanden, der so gut gespielt hat wie ich in diesem Spiel. Ich bin einfach der Beste der Welt. Ja. Ich bin einfach der Allerbeste. Spaß, das muss jetzt sein. Ich will nur kurz gucken, ob es wirklich da Leute gibt, die das, oh, wir können uns hier bewegen. Die das ernst nehmen, was ich sage. Wow, deiner hat da auch einen guten Score. Nicht schlecht, ne? Ja, ja. Und jetzt müssen wir noch ein Dings da gewinnen, ne? Ja. Das ist dann dieses hier. Gut. Im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. War mal wieder eine coole Runde. Und bewerten nicht vergessen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss.